Hallihallo und recht herzlich willkommen zum ersten Pack-Opening dieser Saison bei EA Sports Football Club 25. Jawohl, ich habe es richtig gesagt und das in der ersten oder in der zweiten Folge gleich. Ich bin sehr stolz auf mich. Genau, ich habe gesagt, wir machen heute in der Folge mal die Shop-Items hier auf, kümmern uns dann in der nächsten Folge um den Verein, um die Aufstellungsgrundlagen, kümmern uns darauf folgend dann auf um die SBC und dann haben wir, glaube ich, noch kleinere Anpassungen. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Aber ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Shop hier. Mal schauen, was wir hier so erhalten. Ich würde sagen, wir haben hier einen Haufen Shit übrig. Ich möchte die Vorschau-Packs nicht direkt öffnen. Einfacher Grund. Was ist das? Vorrat? Die haben wir letztes Jahr auch schon drin gehabt, gell? Klassische Packs. Genau, die möchte ich jetzt aber noch nicht öffnen. Einfacher Grund, weil ich die gerne morgen in der Folge mitnehmen würde. In der Event-Folge. Das ist cool. Das ist noch cooler. Muss ich gestehen. Ich muss noch schauen, wie viel wir ausgeben können. Pro Woche. Ich habe mir nämlich ein Limit gesetzt und das betrifft alle vier Ultimate Team Let's Plays. Okay, sieht auch nice aus. Du kannst sagen, was du willst, aber die Icon-Trikots sind richtig cool. Rückblick Icons auswärts. Das war letztes Jahr, oder? Okidoki. Na gut. Wir wissen, wie es ausschaut. Wir haben die. Oh, stopp. Da so weit raus wollte ich nicht. Wir haben die. Hoppala, wo haben wir es hier? Haben wir es? Die Season 1 Stadion Bundles haben wir auch noch. 720 Punkte. Das ist halt schon frech, finde ich. Aber gut, wir haben die klassischen Packs. Wie immer, Silber und Gold. Mit Vorschau. Wir haben einen Vorrat. 500 Punkte. 45 häufige Goldspieler. Seltene Goldspieler. 75 bis 80. Das ist aber gar nicht schlecht. Wir müssen schauen. Wie gesagt, ihr wollt ein bisschen sparen. Promo. Goldprofis Pack. 1,80 oder höher. 1 mit 82 oder höher. Garantiert 6 seltenen. Läuft ab in 46 Minuten. Okay. Läuft ab in 17 Stunden. Na, ich weiß nicht, was morgen da noch kommt. Müssen wir mal gucken. Machen wir jetzt 4600 Punkte. Müssen wir mal kurz teilen. Ich habe 766 pro Woche frei praktisch. Also ja, lassen wir das mal noch außen vor. Aber mit 700 Punkten wäre das Vorrat-Pack jetzt anfangs eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, jetzt machen wir erstmal unsere, nicht unsere Promo-Packs auf, sondern die Packs auf, die wir hier haben. Die haben nämlich richtig viel übrig. Samt ultimatives Leih-Profi-Pack, Powerschuss, Evolution-Slot, Vorbesteller. Fangen wir mal damit an. Jawohl, da haben wir nämlich einen zweiten Evo schon mal. Das ist nicht schlecht. So. Auf die werden wir dieses Jahr mehr Wert legen müssen. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Premium Silberprofis an. Linksverteidiger USA. Linksverteidigerin NWSL. Racing Louisville Football Club. Mrs. Peterson. Für die Bank reicht es erstmal, würde ich sagen. Malach, Bott, Kerk. Oh, die können wir sogar verkaufen. Barts können wir behalten, die ist deutsch. Oh, guck mal. Die können wir sogar verkaufen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ne, Barts zurück. Die 74er halbe halten wir mal, weil die ist nämlich vom Rating her nämlich echt stark. Und für die Bank so ein
bisschen durchmixen ist, glaube ich, nicht schlecht. So, Goldpack. Tolles Joyce Torhüterin. Den müssen wir generell erstmal. Jawohl, Ansgar Knauf, Eggestein. Guck mal, da kriegen wir richtig, richtig gut gleich Versorgung. Managerliga Ehredevise, die brauchen wir schon mal nicht. Können wir aber auch nicht verkaufen. Dann bringt uns das auch nichts. Augsburg Heimtrikot. Juve Heimtrikot. Guck mal, da kriegen wir ein schönes Heimtrikot. Blau Stadion Basisfarbe. Tottenham Vereinshymne. Willens Tor Sounds. Lions Vereinsspitzname. Okay. Behalten wir aber. Ihre Devise kann weg. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen holländischen Trainer. Goldprofis Pack. 12 Goldspieler. Einer davon selten. ZOM. Armenien. Roshan Saudi League. Mkhitaryan. Das wäre zu schön. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vereinslogo ist. Nein. Zellarayan. Yay. Alle untauschbar. Olli Baumann, nice. Giancintiro Silva. Memeti, ist auch gut, ist Bundesliga. Eriksen, Skip, Delaney, Fagioli, Lewis und Zachariasen. Also ein paar Spiele haben wir noch schon drin. So, zwei Items. Ein selten Aidu. Celta Vigo, das ist aber auch nicht schlecht. Bei Spanien haben wir letztes Jahr auch oft gehabt. Danilo von Nottingham. Die können wir aber beide verkaufen tatsächlich. Das ist super. Weil dann machen wir das nämlich auch. 75 und 83, dass wir ein bisschen Coins mehr reinkriegen. Godfrey von Atalanta Bergamo. Entschuldigung, Bergamo Calcio. Ja, wir wollen ja nicht gleich Jose Fonte, können wir auch weghauen. Walkout LF. Nigeria. Pro League. KRC Genk. Team of the Week. So, und damit haben wir, glaube ich, schon mal 10.000 Cash in. Das ist nicht schlecht. 93 Tempo ist sowieso krass. Aber das ist schon mal Cash in. Und Heulund haben wir auch schon mal Cash in. Preisvergleich. 9.800. Ja, gut, dass du den jetzt loswirst, das wird, glaube ich, schwierig. Aber ja, da haben wir schon mal zwei, die schon mal vom Wert her nicht schlecht sind. Items bestätigen. Wie gesagt, ich sortiere sie jetzt trotzdem alle mal ein. Es kommt drauf an, was hier rauskommt. Es kommt wirklich drauf an, was da hinten rauskommt. Wenn es ein Premier League-Spieler ist, haben wir verkackt. Dobnik, Girona, wie heißt er? Nee, Zygankov. Und Davidson von Gotham. New York, New Jersey, Gotham. So. Ultimative, sagen wir mal, Leihprofi-Pack-Vorbestellung. Oh, nice, Bellingham. Playstyles. Diese Spezialfähigkeiten machen Profis noch einzigartiger und lassen sie auf dem Rasen herausragen. Stufen. Es gibt zwei Playstyles-Levels. Playstyles Plus sind die besonderen Fähigkeiten, über die nur Weltklasse-Profis verfügen und die einen bestimmten Playstyle spektakulär machen. Symbole. Symbole auf der Vorderseite der Profi-Items zeigen an, ob ein Profi einen Playstyle hat. Gameplay. In Partien kannst du dir den aktiven Playstyle Plus neben dem Namen des Profis anschauen. Okay. Bellingham, 10 Spiele, das ist pretty nice eigentlich. Und wir kriegen noch einen dazu. Aitana Bonmati, Alex Arnold, Heung-Min Son, Foden und Griezmann. Ja. Das ist gut. Die Leihspieler sind gut und sie passen auch zu Grimaldo. So, ultimatives Leih, Profis Belohnungspack, Olympiakos FC. Schönes Trikot, by the way. Ederson, Yay, Del Castillo. Cooper. Gut, Trikots haben wir bisher jetzt nicht so die Top-Ausbeute gemacht. So, untauschbare Ursprungshero, jetzt bin ich gespannt. No. Yay. Scheiße, die sind teuer. Die sind teuer. Das wird eine Bankspielerin, ZM, aber es ist gut. Sie ist stark. Barclays Premier, oh, die ist sehr stark sogar, ja. Aber diese engländischen Spieler sind immer teuer.
englische Spieler sind und bleiben einfach immer teuer. Das ist so. Das ist so. Ja gut, dann lassen wir das mal so stehen, wie es jetzt ist. Ich glaube, die Folge an sich war jetzt nicht schlecht. 10 Minuten mal die Vorbesteller-Items rausgeholt. So, jetzt haben wir hier, müssen wir kurz bei den Zielen reinklicken, weil ich würde gerne schauen, was jetzt als nächstes ansteht in der nächsten Folge. Wir haben die Kaderverbesserung, um die möchte ich mich eher zuerst kümmern, dann Vereinsveränderung haben wir noch. Genau, die Kaderverbesserung müssen wir halt dementsprechend jetzt anpassen. Das wird jetzt sehr interessant, wie wir das machen. Kauf ein Profi, biete ein Profi an. Das machen wir jetzt dann alles. Genau, und da ist auch hier die SBC Grundlagen 1 mit dabei. Okay, Vereinsveränderungen. Das SBC wollte ich speziell machen. Managerverwaltung. Grundlagen Moments. Die wollte ich auch noch machen. In der Folge FC Wettkampf Welttour. Okay, pass auf, wir machen jetzt in der nächsten Folge Vereinsveränderung, Kaderveränderung. Sofern das schon überhaupt schon geht, kann sein, dass wir es sowieso noch nicht hinkriegen, weil wir noch nicht alles kaufen können. Also Basis ist hier Kaderverbesserung. Aber ja, schauen wir mal. Genau. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir schauen uns mal an, was wir in der nächsten Folge so machen. Genau, bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.